Über diesen Pakt werden in der Tat unendlich viele Falschbehauptungen verbreitet. Deutschland hat ein Interesse daran, dass in anderen Ländern auf der Welt Mindeststandards im Umgang mit Flüchtlingen etabliert werden. Warum? Wenn Flüchtlinge in anderen Ländern Zugang zur Gesundheitsversorgung, Zugang zu einer materiellen Grundversorgung erhalten, dann ist ihr Anreiz geringer, nach Deutschland zu kommen. Das ist unser zentrales Anliegen, das wir mit diesem Pakt verfolgen, um den Migrationsdruck auf Deutschland nicht zu erhöhen, sondern zu reduzieren. Der Pakt ist kein völkerrechtlicher Vertrag, deshalb wird er auch nicht vom Deutschen Bundestag ratifiziert und deshalb hat er auch keine gesetzesgleiche Wirkung. Der Pakt beschneidet die Souveränität Deutschlands nicht. Für uns ist es aber wichtig, dass wir einen internationalen Mindestrahmen für den Umgang mit Flüchtlingen regeln, weil wir auf diese Weise den Migrationsdruck nach Deutschland reduzieren. Wir werden in den Deutschen Bundestag einen eigenen Antrag einbringen, den wir in den kommenden Wochen mit unserem Koalitionspartner SPD ausarbeiten werden. Wir werden in diesem Antrag sehr deutlich machen, dass die Vorteile einer internationalen Ausrichtung der Flüchtlingspolitik die Nachteile bei weitem überwiegen und dass wir der festen Überzeugung sind, dass es aus dem nationalen Interesse Deutschlands heraus unverantwortlich ist, wenn man darauf verzichten würde, dass für andere Länder keine Mindeststandards im Umgang mit Flüchtlingen gelten.